Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Bestellmenge. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. In Teilaufgabe A ermitteln Sie den Meldebestand. In der Formelsammlung auf Seite 56 ist der Meldebestand angegeben mit Verbrauch pro Zeiteinheit mal Wiederbeschaffungszeit plus Sicherheitsbestand. Schauen wir mal, was wir in der Aufgabenstellung haben. Wir haben, ein Betrieb verbraucht 30 Tonnen Papier pro Jahr, wobei das Jahr 50 Wochen hat. Um vor Materialproblemen gerüstet zu sein, hält der Betrieb einen Sicherheitsbestand von einer Woche. Also Sicherheitsbestand brauche ich eine Woche. Die Lieferzeit des Lieferanten beträgt 2 Wochen und der Papierpreis beträgt 8 Euro pro Kilogramm. Gut, ich habe 30 Tonnen oder auch 30.000 Kilogramm in diesen 50 Wochen, die ich verbrauche. Ich kann auch sagen, 30 geteilt durch 50 ergibt 0,6 Tonnen oder 600 Kilogramm als durchschnittlichen Verbrauch pro Periode. Der Sicherheitsbestand ist mit einer Woche angegeben, also habe ich einen Sicherheitsbestand von 600 Kilogramm. Diese 600 Kilogramm kann ich hier unten als Sicherheitsbestand aufnehmen. Meldebestand, Verbrauch pro Zeiteinheit, auch da haben wir in einer Woche 600 Kilogramm mal Wiederbeschaffungszeit mit 2 Wochen plus die 600 vom Sicherheitsbestand ergibt einen Meldebestand von 1800 Kilogramm. Teilaufgabe B. Ermitteln Sie die optimale Bestellmenge. Die optimale Bestellmenge ist die Formel auf der Seite 57. Wir haben die optimale Bestellmenge ist gleich die Wurzel aus den fixen Kosten pro Bestellung mal dem x Gesamt, also dem Bedarf pro Periode. Hier hatten wir die 45 Euro pro Bestellung aus der Aufgabenstellung. X Gesamt sind die 30 Tonnen oder die 30.000 Kilogramm. Dann wird das Ganze geteilt durch EP. EP steht für den Einstandspreis. Der Preis ist mit 8 Euro gegeben. Und dann haben wir noch IL, und das ist der Zinssatz für die Lagerhaltung. Der Zinssatz als Dezimal, 15% als Dezimalzahl 0,15. Alles eingesetzt und ausgerechnet ergibt eine optimale Bestellmenge von 1500 Kilogramm. In Teilaufgabe C berechnen Sie, wie viele Wochen die Bestellmenge ausreicht, bis der Meldebestand wieder erreicht ist. Das heißt, ich brauche eine Reichweite. Hierzu nehme ich die Bestellmenge 1500 plus den Sicherheitsbestand, den ich immer halten muss, meine eiserne Reserve, plus 600 und davon ziehe ich den Meldebestand ab. Und das teile ich dann durch den Verbrauch pro Woche. Das heißt 1500 plus 600 minus 1800 sind 300 insgesamt. 300 geteilt durch 600 ergibt 0,5 Wochen oder eine halbe Woche, ist die Reichweite in Aufgabe C. In D berechnen Sie die Umschlagshäufigkeit.
Die Umschlagshäufigkeit ist in der Formelsammlung auf Seite 61 gegeben und heißt Verbrauch pro Jahr geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand. Den durchschnittlichen Lagerbestand, dafür haben wir die Formel in der Formelsammlung auf Seite 56, können wir berechnen aus optimaler Bestellmenge geteilt durch 2 plus Sicherheitsbestand. Also in unserem Fall, Umschlagshäufigkeit ist gleich der Verbrauch, 30 Tonnen oder 30.000 Kilogramm, geteilt durch durchschnittlichen Lagerbestand, die Formel von Seite 56. Dementsprechend ergibt es bei uns 30.000 geteilt durch die 1.500 geteilt durch 2 plus 600 Sicherheitsbestand. Ergibt insgesamt eine Lagerumschlagshäufigkeit von 22,22.